Jetzt bekommen, den bekommt man mich nur, wenn man viermal in einer Serie des Fernsehens der DDR weitergeht. Ich bin zwar ein Nichtsänger, ich sehe nicht besonders aus, habe aber eine tolle Jacke angehabt und bin dennoch weitergekommen, weil den Leuten gefällt das, was ich mache, und ich bin wirklich von der Küste. Und da habe ich also neulich gelesen, bei mir in meiner Kreisung, da habe ich gelesen, dass in Dessau eine ganz große Feier ist, nämlich die 775-Jahr-Feier. Und da habe ich mir gesagt, da musst du hin, denn da in Dessau, da wird was geboten, das gibt es in der ganzen DDR nicht nochmal. Eine Videodiskothek, eine Misswahl, ein ganz großes Prominentenfußball, und da habe ich gesagt, das musst du sehen, da musst du live dabei sein. Da habe ich also meinen Rucksack genommen, mein Auto an die Leine, meinen silbernen Bon, meine ganzen Poster und gesagt, jetzt geht's auf nach Dessau. Und ich hoffe, dass wir uns da wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi. Also ich war sehr überrascht und freue mich jetzt schon, also dass es vielleicht doch mal sowas in Dessau geben wird. Aber ansonsten, also ich bin sehr zufrieden und freue mich, dass die Leute so mitgehen und sich auch darüber freuen, dass eine Miss Dessau in Dessau gekürt worden ist. Und ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken. Was denn besser oder schlechter? So ja, ich behaupte nicht, dass es was Besseres und was Schlechteres ist. Shuttle an sich ist nichts Schlechtes. Shuttle hat ganz gewiss Hunderte, wenn nicht Tausende, hervorragende Einzellösungen. Ist eine hervorragende Technologie insgesamt. Aber Shuttle ist nicht der Weg in den Weltraum, wo man sagen kann, das haben sie gemacht. Und viele von uns haben das einfach übernommen. Wo man sagen kann, es geht nur über Shuttle in den Weltraum. Die sowjetischen Konstrukteure haben immer gesagt, vor 10 Jahren jedenfalls schon, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, den Weltraum anzuschlagen, auch dann schon zu Lasten der Nutzlastkapazität. Für noch Fragen? Machen wir nicht unruhig hier. Sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich in unserer Nachtbar D, in unserer Trocadero-Show TV International. Viel Spaß, gute Unterhaltung und viel Vergnügen.
und Popmusik gehörten natürlich zu vielen Veranstaltungen, die speziell für die Jugend vorbereitet waren. Zu den Gästen gehörten IC und Sterno Meißen, Karussell, MTS oder die Jonathan Blues Band aus der DDR. Als Gäste aus dem Ausland beispielsweise Mitch Ryder und seine Band aus den USA oder die Poets aus Dänemark. Zur Bereicherung der Festwoche ist unbedingt auch ein anlässlich der Stadtfeier ausgeschriebener Wettbewerb Amateure im Rennen zu registrieren. Die Gruppen wurden in einem speziellen Konzert im Dessauer Kristallpalast präsentiert. Und dies hier ist die Gruppe Chip aus Leipzig. Seid willkommen, alte Leute von nah und fern. Das war immer so in Dessau, liebe Gäste hat man gern. Holde Damen, meine Herren, ich wünsch einen guten Tag. Amüsiert euch, verlustiert euch, so wie's jeder gerne mag. Der alte Dessauer, der hat den Bogen raus. Der alte Dessauer kennt sich im Leben aus. Ich hab der ganzen Welt ins Dekolleté gesehen. Mein Motto heißt Zack, Zack und Stehen. Ich hab der ganzen Welt ins Dekolleté gesehen. Mein Motto heißt Zack, Zack und Stehen. Alles, was wir tun, das versinkt im Strom der Zeit. Disziplin und Optimismus, Fantasie und Energie sind genau wie Anno Tobak, auch noch heute denn je Krieg. Heißt, Zack, Zack und Stehen. Ich hab der ganzen Welt ins Dekolleté gesehen. Sein Motto heißt, Zack, Zack und Stehen.